neuen TechView-Podcast-Show. Und in dieser TechView-Podcast-Show habe ich natürlich wie in allen TechView-Podcast-Shows was Besonderes für euch vorbereitet, was Interessantes vorbereitet. Eine besondere Folge. Ihr seht es, wir sind hier auf einem ja ganz, ganz speziellen Desktop. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt, den E16 Fenstermanager. Und was hat es alles mit damit auf sich? Nun, es geht darum, dass ich euch zeigen möchte, wie ihr eine ganz besondere Desktop-Variante im Grunde genommen für Linux installieren könnt, nämlich den sogenannten Trinity Desktop. Trinity, für die, die das Trinity Desktop Environment nicht kennen, es handelt sich dabei um einen Fork von KDE 3.5 und dieser ja doch durchaus beliebte KDE 3.5 Desktop, der wird halt mit dem Trinity-Projekt weiterhin im Leben gehalten, im Grunde genommen, so muss man es sagen, denn vor kurzem haben sie ja auch, oder zumindest zum Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, haben sie auch die Arbeiten an Qt 3 übernommen, also KDE 3 basiert eben auf Qt 3 und damit Trinity weiterhin überleben kann, muss halt eben auch weiterhin an Qt 3 gearbeitet werden. Und ich möchte euch jetzt zeigen, unter dieser Linux-Distribution, die ich hier habe, ist natürlich Neptune. Da habe ich mir ausgesucht die 64-Bit-Alpha-Version mit dem E16, weil die relativ schlank ist, etwa 590 Megabyte groß und sehr schlank, also wenig Programme mit an Bord und deshalb kann man da relativ einfach was drauf installieren. Gut, zeige ich euch zunächst einmal die Webseite. So sieht die Webseite von dem Trinity Desktop Environment aus. Hier hat man eben verschiedene Binaries, die man installieren kann. Da seht ihr, es gibt eine ganze Menge an Binaries für die verschiedenen Linux-Distributionen. Man muss aber auf die Versionsnummer achten. Es gibt nämlich 3.5.13. Das ist die aktuellste Version. Ihr seht, die ist für fast alle vorhanden. Für Debian Lenny, für die Leute, die das noch verwenden, ist nur 3.5.12. Steht da nur zur Verfügung. Für Ubuntu Karmic sogar nur 3.5.10, also eine etwas ältere Version. Das gleiche gilt für Slackware 12.2, ist auch nur 3.5.12 mit an Bord. Die Versionsnummern orientieren sich natürlich an den KDE-Versionsnummern, das heißt, man setzt da an, wo halt eben KDE aufgehört hat. Ich glaube, KDE 3.5 hörte, glaube ich, offiziell mit 3.5.9 auf. Das heißt, 3.5.10 ist dann schon die erste Trinity-Version und von da an halt eben immer weiter. Und da ist halt die 3.5.13 das aktuellste Release, also das dritte Release dieses Trinity-Projektes. Und da wollen wir uns die Installationsanleitung genauer anschauen. Ich habe jetzt hier eben, wie gesagt, ein Neptune-System laufen, das eben auf Debian Wheezy basiert. Debian Wheezy sehen wir hier nicht in der Liste, das ist nämlich das nächstgelegene, das ist eben Debian Squeeze. Klicke auf Installation Instructions und kriege dann hier die Installationsanweisungen, da einmal für Lenny noch und einmal für Squeeze. Ihr seht, da muss man einige Listen ergänzen, einige Paketlisten ergänzen, einen GPG-Key hinzufügen und dann das Ganze installieren. Das wollen wir jetzt machen hier auf diesem Neptune-System. Das heißt, alle diejenigen, die das 1:1 nachvollziehen wollen, können das natürlich dann auch auf dem Neptune-System machen. Ich mache das Ganze hier auf einem Live-System, weil ich mir irgendwie meinen Desktop nicht kaputt machen möchte. Denn ihr werdet sehen, es wird hier und da doch einige Schwierigkeiten beim Aktualisieren geben. Und alle diejenigen, die ein Debian Wheezy-System haben, sollten das, was sie jetzt sehen, hier durchaus vielleicht in der CR-Root oder vielleicht sogar in der virtuellen Maschine nur nachvollziehen und nicht auf einem ja wirklich produktiv eingesetzten System. Für die Leute, die in Debian Squeeze einsetzen, bei denen sollte es etwas reibungsloser funktionieren. Trotzdem empfehle ich da doch auf eine virtuelle Maschine zu gehen. Gut, bevor wir anfangen können, auf dem Neptune-System müssen wir zunächst mal eine Internetverbindung einrichten. Dazu gehen wir hier unten rechts in den Tray-Icons und wählen, klicken einfach mal drauf, gehen dann auf dieses Häkchen hier unten, wählen Einstellungen und tragen unser WLAN-Gerät ein. Meistens ist es WLAN 0. Klicken OK. Klicken nochmal aufs Häkchen, klicken auf Aktualisieren, kriegen dann unsere WLAN-Netzwerke angezeigt. In meinem Fall möchte ich mich da verbinden, muss noch das WPA-Passphrase eingeben, habe ich bereits gemacht. Klicke OK, klicke Verbinden und dann kriege ich auch automatisch eine Verbindung. So kriegt man halt unter der Neptune E16-Variante, der Core-Variante von der Alpha, eine Verbindung hin. Das ist halt wichtig, damit wir überhaupt loslegen können. Gut, dann gehen wir auf
öffnen wir ein Terminal mit Control Alt und T beziehungsweise Steuerung Alt und T. Gehen dann nochmal auf unsere Anleitung hier und können jetzt, ich ziehe das mal ein bisschen runter, damit wir das beides sehen können, so ein bisschen. Können jetzt natürlich jetzt anfangen, die Quellen, die Softwarequellen zu kopieren. Ich brauche die Sourcequellen nicht. Die Sourcequellen sind nur dafür da, wenn ihr, also die Dep-Sourcequellen sind nur dafür da, wenn ihr Trinity selber bauen wollt. Dann könnt ihr die auch euch reinziehen. Ansonsten kopiere ich jetzt nur die normalen Dep-Quellen. Und ich muss natürlich, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich hier vielleicht mal das Ganze natürlich in einem Editor öffne, sudo vi etc apt sources list. Ich empfehle das Ganze in der sources list D reinzunehmen und da einen eigenen Eintrag für zu machen, der sich dann trinity.list nennt. Und da fügen wir das einfach ein und machen das gleiche dann auch für diese zweite Dep-Zeile. Die ist wichtig, weil ansonsten funktioniert das Ganze mit dem Installieren nicht. Und machen das jetzt da drunter rein. WQ beenden unter Vim. Und dann ist wichtig, diesen GPG-Key zu signen. Das machen wir auch gerade mal. Der Befehl ist 1:1 den wir auch eingeben müssen. Das wird dann jetzt gemacht. Dann erscheint importiert ein Schlüssel RSA. Und jetzt können wir dann im Grunde genommen das hier durchführen, was hier unten drin steht. Zum Installieren von Trinity einfach sudo apt-get update durchführen. Ich empfehle vorher noch die Neptune-Quelle rauszunehmen unter sources list d Neptune list, weil die auf ein lokales Verzeichnis, auf ein lokales Archiv verweist, was gar nicht hier drauf ist auf dem Live-System. Und dann führen wir einfach mal das sudo apt-get update aus und dann werden wir gleich schlauer sein. Ihr seht, es lädt sich da von der Quelle, von der richtigen Softwarequelle halt schon die Pakete oder die Paketliste. Wir kopieren schon mal den zweiten Befehl. Können den Desktop eigentlich größer machen, so. Und werden jetzt dann Trinity versuchen zu installieren. Bei meinen Versuchen, die ich schon vorher gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass es auf Wheezy nicht ohne weiteres geht. Das heißt, falls ihr da größere Probleme habt, empfehle ich euch vielleicht nicht den apt-get-Paketmanager zu verwenden, sondern den aptitude-Paketmanager. Wir werden es gleich sehen, ob das Ganze hier auch funktioniert oder nicht. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass mein Internet extrem langsam ist, sodass die Paketquellenliste lange lädt. Jetzt ist es scheinbar fertig. Jetzt versuchen wir es zu installieren. Da werdet ihr sehen, gibt es irgendwie Probleme. Also es kann gar nicht installiert werden aus irgendwelchen Gründen und zurückgehaltene Pakete, defekte Pakete und so weiter und so fort. Deshalb ist sehr wichtig, das Helferlein Aptitude vielleicht installiert zu haben. Bei Neptune ist es natürlich direkt mit dabei, bei Debian standardmäßig eigentlich auch. Weil das bietet einem die Möglichkeit, halt Lösungen zu akzeptieren. Beispielsweise so eine Lösung wie hier. Das Entfernen folgender Pakete in Neptune Base, nämlich dieses Paket hat einen Konflikt mit dem Paket von Trinity, das sich da schimpft Desktop Base Trinity. Deshalb müssen wir das Neptune Base Paket entfernen. Das machen wir mal. Sagen, okay, wir akzeptieren die Lösung. Das Paket wird entfernt. Und die anderen Pakete werden dann heruntergeladen und installiert. Ihr seht natürlich in der Zusammenfassung, welche Pakete das sind. Ihr seht, hier gibt es eine ganze Menge. Aggregator, Arc wird beispielsweise installiert. Desktop-Based Trinity natürlich. Add wird installiert. Camera Trinity, K-Adressbuch. Das heißt, man kriegt auch K-App-Finder, K-Control, das Control Center, KDE-Based Data Trinity. Also die ganzen
KDE-3-Pakete haben halt immer noch den üblichen KDE-3-Paketnamen, aber mit einem kleinen Minus Trinity dahinter. Das ist halt das, was so auffällt. KDesktop, Conqueror, Trinity, also selbst der Conqueror ist mit als Browser dabei. Menu-Editor und eine ganze Menge mehr, die dann jetzt installiert werden. Es werden noch ein paar andere Sachen mit installiert, wie ihr hier sehen könnt, die eventuell nützlich sein könnten. Und ja, warten wir mal ab. KDE Multimedia Trinity wird auch installiert. KDE Desktop Trinity sehr, sehr wichtig, damit wir einen Desktop haben. Das dauert jetzt natürlich einige Sekunden und ich werde das mal durchrasseln lassen. Falls es dann nicht funktioniert, machen wir dann mal kurz weiter mit der Installation. Falls es doch geglückt ist, dann werden wir uns wieder auf dem Trinity Desktop befinden. So, nachdem also die Installation durchgerattert ist, sollte man zwei Dinge tun. Erst einmal kontrollieren, ob tatsächlich der Desktop installiert worden ist. Das sieht man oder merkt man am einfachsten, wenn man ein ls auf User Share, wenn man richtig tippen kann, xsessions macht und dort dann eben eine Trinity Desktop Datei findet. Falls die da ist, dann ist der Trinity Desktop erfolgreich eingerichtet. Ich empfehle aber euch trotzdem noch, damit ihr ein bisschen was mehr Komfort mit dem Trinity Desktop habt, vielleicht doch nochmal KMX zu installieren, also apt-get install KMX Trinity, um zum Beispiel die Lautstärkeregelung zu haben. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die leider nicht dabei ist. Was mir auch aufgefallen ist, so einen richtigen Power Manager habe ich nicht gefunden. Ich suche mal nach K-Power. Natürlich muss ich da Search dran hängen, sonst wird das nichts. Aber hier gibt es K-Power Safe Trinity. Das könnt ihr auch euch nachinstallieren. Das ist besonders wichtig, falls ihr eben am Laptop sitzt und das Ganze am Laptop ausprobieren wollt, damit ihr auch vernünftiges Power-Management habt. Ich glaube, das sind so die gröbsten Sachen, was man noch gerne installieren möchte. Was ich immer gerne installiere, nicht nur aus nostalgischen Gründen, ist Amarok Trinity. Es handelt sich dabei halt eben um die ältere Version von Amarok, die 1.4er-Version. Ihr seht, das will jetzt hier nicht. Ich versuche mal wieder den Trick mit Aptitude, weil die Fehlermeldung mir auch nicht so viel sagt. Beibehalten der folgenden Abhängigkeiten. Die folgenden Abhängigkeiten unaufgelöst lassen. Nö. Keine weiteren Lösungen vorhanden. Das heißt, man kann nichts machen. Amarok Trinity will nicht installiert werden. Dann empfehle ich euch, das gibt natürlich auch bei Squeeze müsst ihr es nicht mehr machen, bei Debian Squeeze, aber bei Wheezy, da müsst ihr das eventuell machen, in die Sources List. Das ist ja bei Neptune sehr einfach, weil da haben wir eine Debian Sources List und wir kopieren einfach die erste Zeile und hängen an dem Testing oder ändern das Testing durch Squeeze, führen dann ein sudo apt-get update aus. Und dann haben wir auch die Squeeze-Pakete eventuell. Und die könnten eventuell nötig sein, weil einige Pakete natürlich optimiert sind für die Squeeze-Distribution und dann auch Wheezy eventuell nicht ohne weiteres laufen. Keine Sorgen, es wird auch nichts anderes irgendwie deaktualisiert oder sowas, sondern es wird halt eben, weil halt eben jetzt auch Wheezy bzw. Testing mit aktiviert ist, immer das neuere Paket genommen. Das heißt, da braucht ihr keine Angst haben, dass euer System deaktualisiert wird oder sowas. Versuchen wir nochmal Amarok Trinity zu installieren und jetzt seht ihr, funktioniert das wunderbar ohne Probleme. Das ist also der ganze Trick, falls ihr tatsächlich auch Amarok in der Trinity-Version haben wollt, weil ihr braucht halt eben ein paar Pakete von Squeeze oder hat eigentlich Abhängigkeiten dazu. Das geht aber auch wunderbar, ihr seht, das wird dann auch runtergeladen und installiert. Ich glaube, die Installation, die tun wir uns dann auch noch an und dann sehen wir uns jetzt gleich auf dem Trinity-Desktop. So, das ist also der Trinity Desktop und ihr seht auch schon, das sieht doch aus wie das gute alte KDE 3.5. Allein schon die KDE Crystal Icons, das ist einfach grandios. Und dann sieht man auch schon das Hintergrundbild, das ist das Standard Debian Bild, können wir natürlich hinterher noch ändern. Ihr seht aber auch, dass das ganze System in Englisch gehalten ist. Öffnen wir mal den Dateimanager, der ist natürlich standardmäßig der Conqueror und ihr seht, der hat zwar die richtige Lokalisierung für die Ordnernamen, aber nicht die richtige Lokalisierung für die Sprache. Das liegt einfach daran, da wir das Sprachpaket höchstwahrscheinlich noch nicht installiert haben. Zum Installieren dieses Sprachpaketes
öffnen wir das gute alte Terminal. Ihr seht zunächst einmal das gute alte klassische KDE3-Menü. Und ihr seht, ich habe schon ein bisschen was rumgesurft hier. Und unter System findet sich dann auch das Konsolenprogramm, Terminalprogramm. Das habe ich standardmäßig hier auf das Linux Colors Schema gesetzt, weil es standardmäßig auf das hier gesetzt ist. Und da seht ihr, da kann man so gut wie fast nichts erkennen mit diesem Farbhintergrund. Also einfach mal auf Linux Colors setzen und dann nicht vergessen, Save as Default setzen. Dann habt ihr das gute alte Schwarz-Weiße, was ein bisschen besser zu diesem Theming hier passt. Gut, was wir installieren wollen, ist als erstes das KDE-Sprachpaket, das nennt sich KDE-18-NDE-Trinity. Das muss installiert sein, natürlich das Install nicht vergessen. Das habe ich bereits schon gemacht. Falls ihr das gemacht habt, geht ihr in das gute alte KDE-Kontrollzentrum, beziehungsweise in dem Fall Trinity-Kontrollzentrum, unter Settings zu finden. Da seht ihr das alte Kontrollzentrum im Grunde genommen mit der Versionsnummer, dem Hostnamen, dem System und so weiter und so fort. Ihr seht auch schon, das ist, reagiert schon sehr, sehr flott, das System. Liegt einfach daran, es ist halt deutlich schneller als ein KDE 4, wenn es darum geht, halt hochzufahren, also zu starten, das System rein, rein objektiv gesehen. Subjektiv gibt es hier und da ein paar Schwierigkeiten, werde ich gleich nochmal ansprechen, aber gehen wir zunächst einmal hier auf Regional Accessibilities und wählen wir da Country and Region Language aus und wählen da Deutsch. Add Language, German, hit Apply und dann werden wir darauf hingewiesen, dass wir einmal kurz uns abmelden müssen. Was wir noch machen wollen, wenn wir gerade mal hier Alt+F2 geht wunderbar auch eigentlich, um eine Konsole zum Beispiel aufzurufen. Was wir noch machen wollen ist, wir können natürlich noch ein paar Programme nachinstallieren. CarPowerSafe habe ich ja bereits gesagt, dass man das nachinstallieren kann. Es gibt noch ein paar weitere Programme mit sudo apt-get-install. Kann man zum Beispiel GwenView in der Trinity-Version runterladen, CarPDF, falls ihr das braucht, in der Trinity-Version runterladen. Es gibt sogar Juke in der Trinity-Version, Arc in der Trinity-Version ist bereits installiert und ich habe die Programme auch schon mit installiert und zu den Programmen kommen wir dann gleich, aber zunächst einmal wollen wir das ganze System ins Deutsche zurück bringen. Auf dem Trinity Desktop Environment, diesmal in deutscher Sprache. Ihr seht auch, er hat hier ein Install Neptune Icon aufgezaubert, was natürlich einem auch ermöglicht, jetzt diese Konfiguration, die wir jetzt hier erstellt haben, mit diesem KDE 3 bzw. Trinity Desktop auch auf die Festplatte zu installieren. Also alle diejenigen, die vielleicht ein KDE 3 ähnliches System oder ein Trinity Desktop System tatsächlich installieren wollen, können das hier machen. Einfach draufklicken, dann wird das installiert, auch mit dieser Konfiguration, die wir jetzt hier haben. Was sehr schön ist, was sehr gut ist an diesem KDE 3 System ist, es startet sehr, sehr flott. Also es startet deutlich flotter als ein KDE 4 System. Was mich ein bisschen genervt hat, ist allerdings der Dateimanager. Also der Conqueror wird hier standardmäßig angewendet. Wenn ich auf Dokumente klicke, da seht ihr schon, das gute alte KDE 3 mit dem Conqueror. Aber es hat ein bisschen was mich genervt, dass er Ordner und Dateien ein bisschen was langsam lädt. Die Effekte sind alle schön und gut. Das ist also nicht das Problem. Es gibt auch hier üblich, jetzt gibt es auch ein Problem mit Eingabe, Ausgabe, Car-Launcher, unbekanntes Protokoll, also Metabar zum Beispiel als Plugin funktioniert nicht so richtig. Verlaufsspeicher, Favoriten, Lesezeichen, Netzwerk, Basisordner hier, das funktioniert. Und auch das hier, Audio-CD, Drucksystem, Browser, Einstellungen, Programme, Schriftarten, Speichermedien, kann man durchsuchen, das funktioniert wunderbar. Metabar will anscheinend irgendwie nicht. Hat aber schon mal funktioniert, das muss ich ganz deutlich sagen. Man kann natürlich hier auch die Ansicht wechseln, einfach hier länger draufhalten, Symbolansicht, mehrspaltige Ansicht beispielsweise, die sieht dann so aus, ein bisschen was Windows XP-mäßiges. Und natürlich das Icon-Theme, das kennt man, das ist alles Crystal, SVG, das ist alles nichts Neues. Terminal öffnen, auch kein Problem. Das System läuft sehr rund und flott und ich habe auch wenige Bugs so entdeckt, jetzt bis auf diese Metabar, die jetzt gerade nicht funktioniert hat, ist das System eigentlich sehr, sehr stabil. Gehen wir mal wieder auf eine auf eine andere Ansicht, auf die normale Symbolansicht. Ich möchte euch nämlich auch zeigen, wie man zum Beispiel das ganze System auch relativ modern konfiguriert kriegt. Das heißt, für die Leute, die vielleicht diese Icons nicht so sehr mögen oder den ganzen Style nicht so sehr mögen und natürlich der Desktop-Hintergrund ist jetzt Debian-like, wer das wechseln möchte, wer das ändern möchte, kann das natürlich machen.
Das erste, was ich mir angeschaut habe, ist dann hier das Speichermedienzentrum im Grunde genommen, um eben auf meine Home-Partition zuzugreifen. Es ist die Home in dem Fall. Nicht eingebundene Festplattenpartition. Wenn ich draufklicke, sagt er mir cannot open etc fs stub. Das heißt, es funktioniert nicht. Das ist natürlich blöd, das sagt er mir bei jedem. Also, es liegt aber auch daran, wenn wir jetzt mal eine Konsole öffnen, alte 2 Konsole, und dann mal ls etc, na, etc fs stub machen, sehen wir, es gibt ja keine etc fs stub. Buh, das ist natürlich blöd. Also er setzt eine etc/fs-Tab voraus. Die haben wir jetzt in dem Fall nicht. Wenn wir das System installiert hätten, dann hätten wir eine etc/fs-Tab. Legen wir mal eine etc/fs-Tab an mit Touch. Vielleicht mal sudo touch etc/fs-Tab. Machen die eventuell auch noch... machen dann... Na, eigentlich müsste das so reichen. Schon, aber wenn ich jetzt draufklicke... Dann sagt er mir Permission denied. Please ensure that. Und dann kommen auch Fehlerchen in der Fehlermeldung hier auf, also Formatierungszeichen. You have permissions to access this device. And second, this device node is not listed in etc/fs-stub. Also, das Device darf nicht in etc/fs-stub gelistet sein. Ist es auch nicht. Und ich kann jetzt nochmal auch die Zugriffsrechte von etc/fs-stub ändern. Ihr werdet sehen, dass es nicht sehr viel bringt. Ihr seht der gleiche Fehler und ich habe es bisher auch nicht geschafft, das irgendwie zu umgehen. Das heißt, ich kriege die Sachen nicht gemountet, jedenfalls nicht mit dem Conqueror. Der Dolphin oder Delphin, wie er damals hieß, noch als KDE, auch noch zu KDE 3 Zeiten rauskam, der ist leider hier nicht mit dabei. Das heißt, da kann ich es jetzt leider nicht testen. Es gibt aber natürlich den PC-Man FM, der hier bei Neptun standardmäßig dabei ist. Und wenn ich den starte... natürlich ein GTK-Programm, hat jetzt ein anderes Theming, kann ich natürlich jetzt hier so wie diese SSD-System-Partition, die ich eingebunden habe, auch meine SSD-Home-Partition einbinden. Das klappt wunderbar und wenn ich die hier eingebunden habe, kann ich auch hier, sehe ich, ist eingebunden, kann ich hier auch drauf zugreifen und dann durch meine Dateien surfen, wie ich denn gerade lustig bin. Und da ist halt eben das Tolle, das wollen wir jetzt auch mal kurz machen, ich kann auch ein Icon-Theme wechseln. Das Icon-Theme ist so ein bisschen angestaubt, finde ich zumindest, und möchte das jetzt wechseln. Gehe jetzt in die Einstellungen, Kontrollzentrum oder wähle mir hier direkt unter Erscheinungsbild eben Symbole aus und kann dann jetzt hier zum Beispiel das Verenzer-Icon wählen. Das ist bereits schon installiert, bei Neptun zumindest. Ansonsten könnt ihr euch das selber irgendwie runterladen. Und ich klicke auf Anwenden, das dauert natürlich jetzt ein bisschen und dann seht ihr, werden diese Icons angewandt und erstaunlicherweise klappt das relativ gut. Also ihr seht das Netzwerk-Icon, okay, das ist jetzt so ein bisschen GNOME altbacken. Das Dokumente-Icon ist festgesetzt, das liegt daran, weil diese Datei, im Grunde genommen, wie ihr hier seht, die Adresse der Datei ist ein Link auf Optrinity Share Apps K-Desktop Desktop liegt. Aus unverständlicher Weise. Ich kann auch das Icon nicht ändern, weil er mir sagt, ich habe keine Zugriffsrechte dafür. Also das ist so ein bisschen dumm gemacht, sagen wir mal so. Das heißt, da müsste ich mir selber den Link mit der Adresse hier zurecht basteln und dann erst ändern. Ich kann unter Erweitern natürlich dann hier noch einstellen, Arbeitsflächenerweiterung. Da wird mir allerdings immer nur so ein Symbol angezeigt von KDE, was da standardmäßig eingesetzt wird. In Sachen Aussehen, was kann man da noch ändern? Natürlich kann man auch das Hintergrundbild ändern. Deshalb habe ich jetzt gerade meine Partition eingebunden. Dann mache ich einfach hier einen Rechtsklick auf den Desktop und wähle Arbeitsfläche einrichten und kann dann hier unter Bild einfach mal ein Bild auswählen. Gehe mal Speichermedien, wähle dort mal mein SSD-System. Da habe ich nämlich unter User Share Images Neptun Base ein Neptun Wallpaper zum Beispiel, das hier. Klick auf Anwenden und ihr seht, es ist sofort übernommen und das sieht jetzt dann doch schon ganz ecker schöner aus, der ganze Desktop, finde ich zumindest. So, das also zur Konfigurierbarkeit. Jetzt kommen wir mal zu diesen kleineren Schwächen. Ihr habt schon gesehen, das Mounten zum Beispiel von Speichermedien, das funktioniert nicht. Das mit dem Netzwerk, das kann man auch mal ausprobieren. Ihr habt es vielleicht gerade piepen gehört im Hintergrund. Vor kurzem einen SFTP-Share. Versuchen wir mal das SFTP-Protokoll, ob das funktioniert. Und ich versuche mich mal mit meinem Smartphone zu verbinden. Ihr seht, Fehler bei der Kommunikation mit SSH, das funktioniert also nicht. Wenn ich jetzt versuche, das Fish-Protokoll zu machen, das funktioniert dann doch eher. Ich kann jetzt sagen, ja, ich akzeptiere diesen Key
Man muss jetzt nur ein Passwort eingeben, um auf mein Smartphone zuzugreifen. Und wie ihr seht, das funktioniert auch wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt hier auf mein Smartphone zugreifen, auf meine Programme, auf meine Digicam-Sachen und so weiter und so fort. Das funktioniert also ohne Probleme und sieht dann auch schick aus. Also das klappt auch wunderbar, das heißt, dafür kann das auch genutzt werden. Standardmäßig wird als Webbrowser der Conqueror benutzt. Und der Conqueror nicht mit der WebKit-Engine oder sowas, sondern tatsächlich mit der HTML-Engine. Und es ist halt Conqueror 3.5.10, in dem Fall auf dem Trinity 3.5.13. Und ihr könnt euch vorstellen, okay, als Dateimanager hat er was zu taugen, aber ja, so als Webbrowser, naja. Versuchen wir mal, die techqpodcast.wordpress.com Webseite aufzurufen. Sehen wir, eigentlich ist er sehr schnell. Er nervt so ein bisschen mit diesen Cookies annehmen, sagen wir mal alle. Also er ist relativ schnell und auch die Webseite wird eigentlich ordentlich dargestellt. HTML5 wird nicht unterstützt. Ihr seht, da wird einfach Download, die Ogg-Datei angezeigt. Schriftart ist ein bisschen was klein geraten, finde ich. Also die Website sieht ein bisschen anders aus, wenn ich es mit einem anderen Browser öffne. Und ja, ansonsten, ja, es geht, es reicht aus. Wollen wir mal eine andere Webseite aufrufen? Was weiß ich, was gibt es denn für eine große Webseite? Sagen wir mal heise.de. Geht immer noch, man kann halt eben das Ganze immer noch lesen. Das klappt also sehr gut. Und auch das Menü ein- und aufklappen. Ihr seht jetzt, es gibt so ein paar kleine Probleme. Man kann also das Menü zum Beispiel in Heise nicht draufklicken, weil das normalerweise in der Mitte erscheinen sollte. Das passiert aber hier in dem Fall nicht. Versuchen wir mal golem.de aufzurufen, auch so eine berühmte Webseite. Und dann seht ihr, da kommen also doch schon die Problemchen. Versuchen mal neu zu laden, ob das was hilft. Ihr seht, nö, hilft nicht viel. Das heißt, der Browser, der ist schon rudimentär, der ist schon alt. Also der ist richtig alt. Das merkt man an einigen Webseiten auch schon deutlich, dass eben einige Technologien nicht unterstützt werden. Deshalb empfehle ich halt eben als Standard-Webbrowser beispielsweise nicht Conqueror zu verwenden, sondern vielleicht, jetzt stürzt er auch ab. Das ist auch das eine oder andere Mal nichts Ungewöhnliches, hat man auch auf KDE 3 gemerkt. Ich empfehle den, wenn es ein Lightweight-Browser sein soll, den XXX-Term zu verwenden. Der ist bei Debian auch mit dabei und der ist sehr leichtgewichtig, wie man hier sieht. Also gibt es noch nicht mal eine Bookmark-Funktion, soweit ich weiß. Kann hier nur zwischen Tabs umschalten. Und aber der zeigt halt eben so Webseiten wie golem.de vernünftig da. Basiert eben auf WebKit und wie man sieht hier, keinerlei Probleme mit der Darstellung oder sowas. Das klappt also wunderbar. Das ist also die Alternative. Runterladen von Dateien geht natürlich auch ohne Probleme. Das ist die Alternative, die ich bei ja etwas schwächeren Rechnern doch empfehlen würde. Gut, kommen wir jetzt noch zu ein paar anderen Sachen, nämlich Einstellungssachen. Da hat nämlich das Trinity-Projekt auch ein bisschen was dran gearbeitet. Gehen wir mal ins Kontrollzentrum, um uns das mal anzuschauen. Da haben sie einige Erweiterungen mit reingepackt. Gerade das, was jetzt zum Beispiel Multiscreen-Support angeht. Gehen wir mal auf angeschlossene Geräte. Da haben wir einmal einstellen kann. Da seht ihr, zum Beispiel kann ich hier das Ganze umkehren, waagerecht spiegeln, senkrecht spiegeln und umdrehen. Ich kann die Einstellung bei jedem KDE-Start anwenden, was sehr nützlich ist, wenn ich eine bestimmte Auflösung brauche. Habe eine Energiesparfunktion, die ich einschalten kann. Die ist standardmäßig deaktiviert, auch beim Laptop. Deshalb ein bisschen seltsam. Digitalkameras kann ich einrichten, falls ich möchte. Drucker lassen sich einrichten. Dazu gibt es hier diesen Drucker-Modus. Das CUPS-System wird verwendet zum Beispiel. Und in dem Fall ist jetzt CUPS nicht installiert. Deshalb schlägt das so ein bisschen fehl. Aber ihr seht, ich kann eine PDF-Datei drucken und so weiter und so fort. Das ist also sehr gut gemacht. Es gibt den Systemverwaltungsmodus hier unten anklicken. Dann kann man auch eben als Root irgendwelche Geräte einrichten, falls das nötig sein sollte. Maus kann ich hier einrichten. Das sieht also genauso aus wie unter KDE 4 auch. Ich kann die verschiedenen Themes einstellen, die Mausnavigation und so weiter und so fort einstellen. Und ich habe Display, also das ist lokalisiert, liegt einfach daran, weil es von dem TDE-Team selber kommt. Und da muss ich sogar in den Systemverwaltungsmodus, falls ich was ändern möchte. Ich habe jetzt nur leider kein Passwort gesetzt, deshalb fragt er jetzt nach einem Passwort. Ich versuche mal irgendwas, aber das wird dann wahrscheinlich schief gehen. Ignorieren, versuchen, dass es trotzdem... Da hat er es dann geladen. Und das ist auch ein bisschen blöd. Ihr seht, das passt nicht richtig rein, dieser Dialog. Das ist auch, ich kann ihn auch nicht verkleinern und so, um halt unten jetzt dran zu kommen an die Sachen. Naja,
Auf jeden Fall kann man hier globale Settings aktivieren. Und dadurch wird dann die Kontrolle an dieses Modul hier, an dieses Monitor- und Displays-Modul übertragen. Und das erlaubt einem dann zum Beispiel, mehrere Bildschirme nebeneinander zu konfigurieren. Das klappt eigentlich relativ gut. Und man kann auch, und das ist aber vielleicht ein kleines Problem, man kann leider nicht einstellen, wo das Panel zum Beispiel erscheinen soll und wo die Icons erscheinen soll. Das Einzige, was ich jetzt systematisch gemerkt habe, wenn ich mehrere Displays einrichte, ist, dass das Panel immer da erscheint, wo der primäre Display gesetzt ist. Die Icons allerdings nicht immer. Die erscheinen da, wo sie gerade wollen, beziehungsweise meistens immer auf dem größeren Display. Brightness und Gamma kann man auch einstellen hier für die verschiedenen Displays. Das ist auch sehr nützlich. Und Power Management lässt sich auch einstellen, genauso wie Color Profiles. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das wurde ja in KDE 4 gerade erst eingeführt, dass man halt eben Farbprofile benutzen kann und einsetzen kann. Ihr seht, ich kann hier verschiedene Farbprofile auch erstellen und auch ein ICC-File, eine ICC-Datei benutzen für diese Farbprofile. Gut, schauen wir uns mal weiter um. Partitionen, dann ist es ein bisschen kryptisch. Es ist halt wie bei KDE 3, 5 immer noch ein bisschen kryptisch. Prozessor, den hat er ja wunderbar erkannt. Das ist also kein Problem. Sound hat er auch erkannt. Er gibt da ein paar Informationen drüber. Das ist also die Kombination im Grunde genommen aus den verschiedenen Sachen. Speichermedien ist hochinteressant. Da hat man die Möglichkeit halt eben einzustellen, Benachrichtigungen. Also wenn ich zum Beispiel Medientyp einwerfe, wie beispielsweise eine Kamera oder sowas. Was soll er mir anzeigen? Da kann ich halt Sachen hinzufügen, die er mir anzeigen soll, falls ich so eine Kamera anschließe. Beispielsweise einen Digicam nachinstallieren oder sowas. Digicam könnt ihr zum Beispiel auch, glaube ich, in der Trinity-Version runterladen und dann benutzen. Tastatur könnt ihr auch was einstellen, falls ihr möchtet. Und USB-Geräte seht ihr auch nochmal. Was mich so ein bisschen stört, ist, angeschlossene Geräte ist wunderbar und schön. Da kann man dann wenigstens angeschlossene Geräte geben, sehen und die Informationen halt auslesen. Aber manchmal kann man auch was konfigurieren, so wie hier beim Drucker. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen irritiert, so, dass man da nicht nur also Geräte sehen kann, die man hat, sondern auch ein bisschen konfigurieren kann. Und hier, das, was mich am meisten irritiert, ist, dass man hier die Tastatur einstellen kann. Die Maus, dass das nicht irgendwie separat irgendwie ist. Naja, also ansonsten, also man muss sich ein bisschen durchklicken, bis man alles findet, was man möchte. Arbeitsfläche beispielsweise, da kann man halt Fenstereigenschaften, Fensterleiste, Kontrollverhalten und Kontrollleiste einstellen. Und das ist was Interessantes. Kontrollleiste kann man natürlich so anpassen, wie es halt eben auch bei KDE 3 der Fall war. Allerdings ist mir hier aufgefallen, dass es auch einige Veränderungen gibt. Wenn wir mal über Menüs geht, gibt es zum Beispiel den Start-Menü-Style, den man einstellen kann. Das ist der Trinity Classic Style, also der ganz normale klassische KDE-Stil. Man kann aber auch den modernen Kickoff-Stil nehmen. Wenn wir den jetzt mal auswählen und anwenden, seht ihr es hoffentlich kurz flackern. Ihr seht auch, dass standardmäßig einen 56 Pixel, also normale Größe des Panels eingestellt ist. Und ihr seht, dass erstmal das Startmenü verschwunden ist. Das ist das, was mich so ein bisschen wundert. Er braucht also ordentlich lange zum Laden dieses Kickoffs-Menüs. Und er ist immer noch nicht da. Und auch das Panel reagiert überhaupt jetzt nicht auf irgendwelche Tastenschläge, sondern erst wenn eben es komplett geladen ist, dann reagiert es halt wieder. Und das ist halt so ein bisschen nervig. Das ist das, was eventuell beim Starten von diesem KDE 3 Fork Trinity Desktop fällt es einem auch auf, dass jetzt haben wir es geladen, ihr seht, da kommt dieser Go-Button und wenn man draufklickt, dann lädt er dann tatsächlich doch noch das Kickoff-Menü. Das hat also lange gedauert und es funktioniert aber wunderbar, wie ihr hier seht, also auch lokalisiert und ich kann rumscrollen, ich kann dann hier in Büroprogramm reingehen, zum Beispiel IB Word aufrufen oder sowas, Computer gehen und sehe dann auch meine Laufwerke, ein bisschen was rumgewurschtelt ist es dann doch schon. Der History sehe ich die Programme, die ich gestartet habe. Unter Leave kann ich halt Logout oder Logscreen machen und es ist halt vom TDE-Team selber gebastelt worden. Was mich ein bisschen nervt, das habe ich ja vielleicht auch schon erwähnt, ist, dass tatsächlich der Start ist ja ultra schnell, aber manchmal hängt diese Kontrollleiste tatsächlich und bleibt halt einfach so, man kann sie nicht anklicken, nachdem das System gestartet ist, oder die Symbole bauen sich etwas langsamer auf.
Und da finde ich das im Vergleich mit KDE 4. KDE 4 braucht natürlich deutlich länger zum Starten, aber wenn es dann gestartet ist, also der Desktop erscheint, kann man den eigentlich sofort nutzen. Das habe ich bei KDE oder beim Trinity jetzt leider nicht, sondern muss ich ein bisschen was warten, bis er dann tatsächlich reagiert. Ein bisschen was nervt dich, das heißt, subjektiv ist es was langsamer, wirkt es was langsamer. Objektiv ist es natürlich viel, viel schneller, wenn man es mit der Uhrzeit misst. So, ich mache mir jetzt mal wieder so klein und mache das Menü wieder in das Trinity Classic Menü. Das gefällt mir einfach besser. Dieses Kickoff-Menü ist nicht so mein Ding. Und ihr seht, es lädt schnell, aber jetzt kann ich nicht draufklicken. Also er verharrt irgendwie in eine Gedenkminute oder sowas. Und dann geht es ja weiter und das ist so das, was ein bisschen nervig ist an diesem Kicker, an dem KDE-Panel. Ansonsten Erscheinungsbild kann man auch anpassen, Hintergrund lässt sich hier einfach anpassen. Das ist auch alles in KDE 4 möglich, nur verbirgt sich das unter anderen Einstellungs-Gesichtspunkten im Grunde genommen und könnte dann vielleicht ein bisschen was besser organisiert werden. Aber andererseits muss man natürlich sagen, viele Sachen, die hier in Trinity so organisiert sind, finde ich ein bisschen was unorganisierter als bei KDE 4. Das ist so alles so, tut sich nichts. In Sachen Einstellungen, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich sehr schön finde, ist die Designverwaltung. Da hat man die Möglichkeit, ein komplettes Theme aus Hintergrundfarben, Stil, Symbolen, Schriftarten und Bildschirmschoner einzurichten. Das gibt es bei KDE 4 nicht. Und man kann natürlich hier auf neue Designs herunterladen klicken und dann öffnet sich auch die Webseite kdelook.org, wo sich immer noch KDE 3 Themes befinden, natürlich KDE Wallpapers und so weiter und so fort. Und es gibt halt für KDE 3, glaube ich, auch noch ein paar Themes und Kicker Backgrounds zum Beispiel gibt es noch für eben als Hintergrundbild für eben den Kicker hier, also das Panel und eine ganze Menge von weiteren Sachen. Gut, kommen wir mal ein bisschen von den Einstellungen weg. Ihr seht, es gibt noch eine ganze Menge weitere Einstellungen. Ich könnte ja alle durchgehen, aber das ist alles halt auch bekannt von KDE 4 her. Da gibt es ja halt die gleichen Einstellungsmöglichkeiten im Grunde genommen. Die haben sich hier nicht großartig geändert. Und es gibt auch nichts Neues, was ich entdeckt habe. Vielleicht ist es Soundsystem, ist es das Art-System, was hier verwendet wird. Also nicht das Phonon-System. Und man kann hier MIDI-Sachen einstellen und so weiter. Das ist halt vielleicht gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber relativ gut, muss ich sagen. Auf neueren Geräten. Schriftdateninstallation funktioniert hier, falls man neue Schriftdaten hinzufügen möchte. Also da tut sich KDE 4 und TDE hier also überhaupt nichts in Sachen Konfigurierbarkeit. Gut, schauen wir uns jetzt mal an, was es für Programme gibt. Da gehen wir mal und gehen zu meinem Lieblingsprogramm, nämlich Amarok. Amarok ist in der Version, ihr seht, es war so schnell, das Splashscreen 1.4 tatsächlich enthalten, die Amarok Trinity-Version. Und da kann ich halt auswählen, ich will mein Home-Verzeichnis durchsuchen und überwachen, kann die Datenbank auswählen, da muss ich nicht auf MySQL setzen oder auf PostgreSQL, sondern kann auf SQLite setzen, falls ich es möchte. Klick auf Fertigstellen und schwuppdiwupps sollte das auch geladen werden. Da ist es auch schon und hat sogar jetzt den USB-Sticker kann, beziehungsweise mein Home-Verzeichnis und hat da ein paar MP4-Dateien sogar geladen. Und man kann hier den Startsound von Matthias Ettrich noch abspielen. Und das ist halt das gute alte Amarok 1.4. Ihr seht hier Amarok 1.4.10, was verwendet wird. Funktioniert wunderbar, funktioniert schnell. Er spielt im Grunde genommen alles ab, was man möchte. Man kann es konfigurieren, wie man möchte. OSD einrichten, unten rechts mag ich das gerne und solche Spielereien lassen sich alle einstellen. Bin mal gespannt, ob er MP4-Dateien abspielt. Nö, kann er natürlich nicht. Warum er die dann anzeigt, nur vielleicht ein Bug irgendwie. Auf jeden Fall kann ich hier auch, falls ich irgendwelche MP3-Dateien oder sowas habe, die hier reinziehen und abspielen. Das klappt also ohne Probleme. Wiedergabelisten kann ich anlegen, Podcasts machen, durch Dateien surfen. Magnetune ist mit integriert. Media Player werden angezeigt, falls ich die drin habe. Und ein Kontextmenü gibt es halt auch. Also diese Kontextansicht, die man ja auch von dem Amarok 2er, in der 2er-Version kennt, die natürlich da ein bisschen was anders verwendet wird, sagen wir mal so. Ihr seht es hier auch, da wirkt es schon sehr, sehr ähnlich wie in Amarok 1.4, was man jetzt im Amarok 2 gemacht hat. Das Aussehen, das kann man natürlich auch anpassen, Kontextmenü und Medienliste.
So, das also zu meinem Lieblingsprogramm Amarok 1.4 in dem Fall. Das funktioniert also auch ohne Probleme, nutzt auch das Icon-Theme, was ich ausgewählt habe. Ihr seht, dieses TDE-System ist eigentlich recht ordentlich. Es ist ein bisschen was Gefrickele und nicht alles funktioniert. Das heißt beispielsweise, lasst mich mal eine Konsole öffnen und lasst mich mal versuchen, die KDE Graphics-Programme zu installieren. Ich glaube, so heißen die, KDE Graphics Trinity. So heißt das ganze Paket. Und lasst mich das mal versuchen zu installieren. Da werdet ihr sehen, das funktioniert nicht ganz. Weil da irgendwie was abhängt. CarGhostView hängt von GS ab. Und GS gibt es halt hier nicht. Und das ist halt, also das ist auf moderneren Systemen immer noch so ein kleines Problem. Aber man kann so Programme wie PDF Trinity zum Beispiel, falls man das installieren möchte, kann man das ohne Probleme installieren. GwenView Trinity sollte auch ohne Probleme gehen. CarSnapshot Trinity sollte auch ohne Probleme gehen. Wird natürlich eine ganze Menge mit installiert. Zum Beispiel K3B Trinity wird auch mit installiert. Dann habt ihr das gute alte K3B auch mit an Bord. Es gibt vorgeschlagene Pakete, wobei da auch Pulse Audio mit drin ist, wo ich mich fragen muss, Pulse Audio, funktioniert das mit K3B? Ich habe jetzt hier alles auf ALSA eingestellt und kein Pulse Audio. Das heißt, mit modernen Technologien, da gibt es hier und da dann doch einige Problemchen. Es verwendet auch eine spezielle Version von HAL auch noch für eben alle möglichen Sachen. Okay, eine Sache möchte ich euch, glaube ich, noch zeigen. K-PowerSafe. Wenn ich mich richtig erinnere, ausführen. Das ermöglicht halt eben das Power-Management und das ist standardmäßig, wird es nicht gestartet, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ermöglicht es, in dem Fall habe ich jetzt hier alles aufgeladen. Ich kann jetzt Rechtsklick machen und K-PowerSafe konfigurieren, falls ich möchte, und kann dann jetzt einstellen, Helligkeit, Auto-Suspend, Auto-Dim, allgemeine Einstellungen kann ich machen, Tastenereignisse, Standard-Schemata kann ich einstellen, was im Netzbetrieb passieren soll, soll Leistung ausgerufen werden und Batteriebetrieb, Energiesparen aufgerufen werden. Ich kann halt hier die verschiedenen Profile einrichten und neue anlegen und so weiter und so fort. Also das ist doch schon sehr, sehr gut konfigurierbar, sehr, sehr schnell, sehr, sehr ordentlich. Also alles in allem bin ich doch überrascht, wie gut eben dieses Programm hier tatsächlich läuft, also der Trinity Desktop. Es gibt hier und da ein paar Schwierigkeiten immer noch und gerade die Installation ist, glaube ich, das Schwierigste an dem Ganzen. Aber doch eine sehr ordentliche, eine sehr schnelle, ein sehr schneller Desktop. Vielleicht die Alternative, falls ihr kein LXDE als leichtgewichtigen Desktop verwenden wollt, auf einer etwas moderneren Maschine mit 512 MB RAM beispielsweise oder nur 256 MB RAM und aber schon ja, so gut 2 GHz. Falls ihr die schon habt, Single Core, könnt ihr es mal versuchen mit dem Trinity Desktop. Man muss aber auch sagen, es gibt ein paar Einschränkungen. Das heißt, hier und da stürzen einige Programme ab. Der Webbrowser ist Käse, da muss man sich einen eigenen besorgen, der besser läuft. Auch Firefox läuft hier sehr gut. LibreOffice hat sogar jetzt in der neuen Version 3.6 Support für Trinity mit eingebaut. Extra damit diese Öffnen- und Speichern-Dialoge dann in dem KDE 3 fähig sind und auftauchen. Das Trinity-Projekt wird ja auch zum Teil auch verwendet noch von beispielsweise dem Linux-Projekt, was ja auf KDE 3 als Desktop immer noch setzt. Das heißt, da kann man immer noch ein bisschen was mit Support rechnen. Was neuere Systeme, Pulse Audio und so weiter angeht, die funktionieren nicht so. Das heißt, falls ihr auf moderne Technologien setzen wollt, das werdet ihr hier nicht haben. Aber dafür eine sehr, sehr solide Technologie, eine sehr, sehr bewährte Technologie und alle diejenigen, die KDE 3 geliebt haben bis zum Umfall, die werden mit Trinity Desktop sicherlich sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut ein gutes Desktop-System mit einrichten können. Ein System, das allerdings nicht sehr häufig aktualisiert wird. Damit muss man einfach eben rechnen und auch damit, dass halt neuere Technologien nicht sonderlich gut unterstützt werden. Was mich zum Beispiel stört, ist, wenn ich hier die Multimedia-Tasten auf meinem Laptop verwenden möchte, das funktioniert einfach nicht. Also hoch, runterschalten des Audios, nee. Muss ich auf den Mixer gehen und dann dran drehen, um die Lautstärke runter oder leiser, hoch und leise zu machen. Stummschaltung, die Taste funktioniert auch nicht, leider. Oder auch die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit zu verändern, das funktioniert leider auch nicht. Da gibt es kein OSD für, kein schönes. Und auch so ein zentrales Benachrichtigungscenter, das fehlt mir auch so ein bisschen. Das ist so Komfort, den man sich von KDE 4 so ein bisschen angewöhnt hat. Wenn man ein aktuelles System hat, so wie ich hier, einen aktuellen Rechner hat, also sagen wir mal tatsächlich so
auch in dem Bereich Dual Core, Intel Core to Duo, also ein Dual Core Prozessor mit mindestens 512 MB RAM, dann sollte man sich, wenn man ein aktuelles System haben möchte, dann doch für KDE 4 entscheiden. Ist einfach zu installieren, einfacher zu installieren und wird auch deutlich länger supported. Und bei TDE ist immer die Gefahr, dass es eventuell der Support wegfällt und man dann auf einem alten, veralteten Desktop mit ja immer neuer werdenden Technologien versuchen muss, das irgendwie zusammen zu patchen. Das wirkt sich teilweise jetzt schon aus, aber ich glaube in Zukunft dann noch viel mehr. Ansonsten TDE eine sehr, sehr gute Alternative, gerade auch für die Leute, die jetzt vielleicht von dem GNOME 2 so ein bisschen, ja, weg wollen. Da wäre vielleicht auch TDE so eine Alternative, wobei dann natürlich eventuell auch Mate eine Alternative, eine deutlich bessere Alternative vielleicht dafür wäre. Ansonsten TDE kann man mal ausprobieren, ist sehr hübsch, auch gerade vielleicht für den Nostalgiefaktor. Bei mir war es eher der Nostalgiefaktor und auch der Vergleich so in Sachen Speed und Geschwindigkeit. Und da sind mir ein paar Sachen auch aufgefallen, die möchte ich dann noch deutlich sagen. Ich habe ja jetzt beim Laden des Panels und des Desktops so ein bisschen was zugesagt. Es ist natürlich so, dass das System deutlich schneller läuft, dadurch, dass auch weniger, im Grunde genommen gar keine Desktop-Effekte aktiviert sind. Dann kommen natürlich noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die ein bisschen störend sind. Also der Conqueror-Dateimanager bei vielen Programmen, vielen Dateien lädt er einfach deutlich langsamer als der Dolphin unter KDE 4. Wenn ich hier den Dateimanager aufmache und beispielsweise mal reingehe auf mein SSD-System hier und will jetzt schnell dann durch navigieren, beispielsweise, was weiß ich, etc, x11. Ihr seht, geht nicht. Ich kann nicht etc und direkt x11 eintippen, er lädt etwas langsamer und das klappt halt deutlich schneller. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier gelabert habe, habe ich bereits schon die Datei gefunden, die in sich in drei Unterordner befindet, mit Hilfe des Dolphins der schnellen Eingabe halt eben nur von den Ordnernamen und Enter drücken. Das klappt jetzt hier leider mit dem Conqueror nicht. Also da merkt man schon doch deutlich, dass er was langsamer ist. Ansonsten ein solider Dateimanager. Also da kann man nichts gegen sagen. Er funktioniert relativ gut. Es gibt wenig Abstürze bei dem System. Sehr solides System. Funktioniert sehr gut. Bisschen nervend ist das mit den Speichermedien, dass das Einbinden nicht so richtig funktioniert. Da muss man eventuell einen anderen Dateimanager sich suchen, der das macht, oder man muss irgendwie versuchen, das zu fixen. Ich habe bisher keinen Fix dafür gefunden. Falls ihr einen gefunden habt, könnt ihr mir das natürlich gerne als Antwort hier unter dem Thread schreiben und dann eure Erfahrung mit dem TDE-System dann kundtun. Falls ihr dieses TDE-System selber nachvollziehen wollt, scrollt bis an den Anfang des Videos, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen, wie man das installiert. Der Weg für Debian Squeeze und Debian Wheezy ist im Grunde genommen derselbe. Der Weg für andere Distributionen, Ubuntu-basierende Distributionen, sollte so ähnlich sein. Bei RPM-basierenden Distributionen bin ich mir nicht sicher, wie das mit der Installation ausgeht, ob das genauso reibungslos funktioniert, auch bei modernen Systemen. Ansonsten könnt ihr euch einfach die E16 Neptune-Version runterladen, die relativ schlank ist. Ihr seht, wenn wir mal die Programme uns anschauen, da wird Abi Word beispielsweise ausgeliefert. Kmail wurde jetzt nachinstalliert, ist jetzt auch in der Version, in der 1er-Version da, solide Version. Dienstprogramme, da ist X-Archiver ist mit dabei, Arc wird nachinstalliert in der Trinity Version, Karate, Kate wird nachinstalliert. Kupfer ist mit dabei als Systemstarter. Es gibt A-Render noch als Bildschirmeinstellungsprogramm. Gwenview kann man nachinstallieren. Mirage ist dabei. Im Internet, Internetprogramme wie CD Network Manager ist also mit dabei. XXXTerm als Webbrowser und Clausmail als E-Mail-Programm ist mit dabei. Deadbeef als Audio-Player, GNOME M-Player als Video-Player, Volti als Lautstärkeregelung standardmäßig. Und naja, das sind halt so die Sachen. Ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert für diese TechView-Podcast-Folge. Trinity Desktop Environment auf jeden Fall einen Blick wert für die Leute, die das gute alte KDE 3 zurückhaben wollen.